Bertrand. Wie muss ich? Wie tief ist die Meer? Die Meer ist immer noch genau gleich tief, wie wo wir sind gefahren. Ah oui, Rosi, die Meer ist immer noch genau gleich tief, wie wo wir sind gefahren. C'est pas possible, Bertrand. Eh oui, c'est possible, regarde. Oh, du bist ein Idiot voll. Warum bin ich ein Idiot voll? Du musst die Seile halten in die Wasser. Ah, ich muss die Seile halten in die Wasser. Ja, bien sûr, halten in die Wasser. Naturellement, ich bin ein Idiot voll. Naturellement, ich muss in die Wasser, die Seile, naturellement. Oh. Hey, Roger. Oui, Patron. Du musst nicht mehr fahren, rudern so schnell. Weshalb muss ich nicht mehr fahren, rudern so schnell? Weil jetzt kommt die Boden von dem Meer immer mehr nach oben. Die Boden von dem Meer kommt immer weiter nach oben. Und das heißt, wir sind jetzt am Wald. Oh! Wir haben gefunden die Insel! Ah oui, merde! Hey, Roger! Oui, Bertrand! Du bist sicher, das ist das deine Insel? Ja, bien sûr bin ich sicher! Ich hab hier die Urkunde! Und ich hab bekommen von meinem Großvater, immer gehört die Insel! Warum gehört die Insel nicht mehr dein Großvater? Weil der Großvater, er ist nicht mehr lebt! Er ist nicht mehr lebt. Bien sûr, er ist quasi tot. Ich gehe in Landesinneren, um schauen, wie groß ist die Insel. Ah, oui, 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 oui. Hey, Roger, wie groß ist die Insel? Die Insel ist sehr groß. Wow! Weit gelaufen, du sehr viel schweißt. Ich hab nicht geschmeißt, ich bin gefallen in die Wasser. Oh, du bist gefallen in die Wasser. Oui, Bertrand. Dann ist die große Insel, hein? Hey, Bertrand. Oui, Roger. Weißt du was? Es hat keine Salz in die Wasser. Es hat kein Salz in die Wasser, Roger. Oui. Und weshalb, was ist, wenn es keine Salz hat in die Wasser, Bertrand? Dann ich glaube, jemand hat gestohlen die Salz aus dem Wasser. Oh, Bertrand, nicht gestohlen. Es ist nicht die Meer, es ist die See. Es ist die See, Roger. Oui. Oh, du bist so intelligent, Roger. Wie heißt die Insel hier? Wie die Insel heißt? Oh, ich muss reflektieren. Es ist nicht die Meer, es ist die See. Voilà, voilà. Es ist eine neue Land. See, neue Land. Es ist Neuseeland, Bertrand. Oh, Neuseeland, Roger. Oh, du bist so intelligent. Wir schauen morgen weiter, Bertrand. Wir gehen schlafen. Mais Roger, warum sehen wir morgen weiter als heute? Weil man sagt so, Bertrand. Wir gehen schlafen, oh! Man sagt so, Roger. Oh, gut, wir gehen schlafen, oh! Du bist so intelligent, Roger. Hey, Roger. Oui, Bertrand. Ich kann nicht schlafen. Du kannst nicht schlafen, wieso? Es ist zu hell, der Mond ist voll. Oh, das ist nicht dein Problem. Ich kann Mond sagen, er soll ablöschen. Kannst Mond sagen, er soll ablöschen? Ja, bien sûr. Hey, Mond, du musst ablöschen. Bertrand kann nicht schlafen. Ah, voilà. Oh, ist dein lieb, Mond? Gute Nacht, Roger. Gute Nacht, Bertrand. Neuseeland gerudert. Wir sind gerudert bis nach Japan. Ah!
Herr Pirat, es ist meine Insel. Ihr werdet die Insel nie bekommen und wandern nur über mein... über die Leiche von Bertrand. Also wegen Müll. Kein Wort zu niemandem. Ja, das ist klar. Gehen Sie jetzt. Frau Gübelin. Herr Gemeindepräsident, Sie haben mich gerufen. Frau Gübelin, schauen Sie sich das mal an. Die zwei müssen unbedingt von dieser Insel oben runter. Und wieso nehmen wir hier nicht die Polizei? Ja, ausgerechnet die. Schauen Sie sich mal die zwei an. Die haben wir doch für nichts brauchen. Hallo, der wird Sie führen. Führen, also führen. Und dann rechts runter. Führen und rechts. Dann kommen Sie wieder rauf. Links. Dann haben Sie alles. Überall. Und dann wieder runter und rechts. Dann kommen Sie drauf, dann kommen Sie hinten und kommen dann wieder vor. Das ist ein Rapperswil. Sie werden doch nicht das Rapperswil. Das ist Romanshorn. Das bin ich total falsch. Der geht ja noch. Aber schauen Sie mal den anderen dort. Sie grüezi, Herr Polizist. Sie können Sie mir sagen, wo der... was ist denn Sie mit der Spinnentasche? Wenn Sie zu viel jahren, Sie... Herr Polizist, geben wir Akte. Hallo? Hallo? Ich bin als Polizist, aber jetzt müssen Sie nicht mich reden. Die zwei schaffen das nie, die Piraten zu überwältigen. Aber darum habe ich Verstärkung angefordert aus Frankreich. Eine Spezialeinheit aus Saint-Tropez. Ja? Da sind sie ja schon. Bonjour. Mademoiselle, Monsieur, Jean-Marie, Saint-Tropez. Oh, mademoiselle. C'est très gentil. Vous, pas de deux? Bien sûr, deux. Jean et Michel. Michel. Oh. Mademoiselle, monsieur, Jean-Marie, c'est trop fait. Oh, vous. Meine Herren, ich möchte Ihnen erklären, um was es geht. Die Piraten müssen weg. Les Pirates müssen weg. Ab! Auf nimmer Wiedersehen. Au revoir! Aber dann nicht mehr revoir. Parce que... Also, weil Sie... Es ist ja so. C'est comme ça. Quand les deux sind weg... Ist gut. Also, gut. Quasi, très bien. Ja, man müsste vielleicht aufschreiben. Habe ich schon gemacht, Herr Holzer. Ah, gut. Was haben Sie bis jetzt? Les Pirates müssen weg. Pft, ab. Auf nimmer Wiedersehen. Au revoir und dann nie mehr revoir. Parce que, also will sie, es ist ja so, et comme ça. Quand les deux sind weg, dann ist gut. Also, gut, quasi, très bien. Maintenant, j'ai compris. Oui, oui, naturellement, c'est clair maintenant. Oui, oui, j'ai compris. Nous avons compris tous les deux. Pas problème maintenant. Mademoiselle, pas problème. Monsieur. Comment? Non, non, non. Monsieur. Mais je comprends, hein, c'est pas problème. Dis prêt, parti. Monsieur. Ah oui. Thank you.
Monsieur le Président, nous avons une bonne idée. Was seid ihr? Sie haben eine gute Idee. Michel? Voilà. Monsieur, ça c'est des Bodensee. Oui. Alors, ça c'est l'île, hein? L'île. L'île, oui. Et ça c'est les pirates, hein? Les pirates. Oh, non, oh, pardon. Michel, un pirate? Oh non, 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 deux pirates. Ah, hein? Voilà. C'est juste. J'ai oublié. Ça c'est l'autre pirate. Ça c'est le chef pirate. Ici. Non, 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 ça c'est le chef. Non, 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 ça c'est le chef. Non, non, ça c'est le chef. Das ist der Chef. Das ist der Chef. Nein, du bist schon wieder zu viel Leute. Wenn das der Chef ist, dann nimmst du den. Also. Bon, moi c'est le chef. C'est le chef pirate. Fais un duel. Ah, un duel. Attends, j'ai gagné. Non, Es hilft nichts. Wir müssen die zwei Piraten mit aller Gewalt von dieser Insel oben abholen. Aber die Insel gehört doch denen. Da können wir recht überhaupt nichts dagegen machen. Frau Gümeli, ich muss noch etwas anvertrauen. Auf dieser Insel gibt es Öl. Öl? Schließlich! Weiß es niemand. Wenn ich. Also, wenn wir den Piraten die Insel können abluchsen, könnten wir Öl fördern und würden stinkreich werden. Ich weiss nicht so recht. Das klingt ein bisschen abenteuerlich. Ja, aber völlig legal. Ja, aber wie wollen Sie das machen? Frau Gübelin, schauen Sie. Da kommt wieder ein Schiff von der Insel retour. Fällt nicht auch etwas auf? Anscheinend haben die Frauen nichts zu befürchten. Und darum habe ich gedacht, sie könnten mir vielleicht helfen und mit diesen Piraten reden. Reden? Oh, ich weiß nicht, wie ich das kann. Ich bin nicht so gut im Reden wie Sie. Aber Moment, ich hätte auch vielleicht noch eine Idee. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So haben wir überhaupt nichts zu befürchten. So kommen Sie jetzt endlich. Ja, jetzt müssen wir schon langsam gehen. Ja, den halt. Meinen Sie wirklich, dass es geht? Das ist schon grauenhaft. Tja, wenn Sie reich werden wollen, dann müssen Sie schon etwas dafür tun. Sie haben recht, Frau Gübeli. Und Schönheit muss leiden. So schlimm sehe ich ja nicht aus, oder, Frau Gübelin? Nein, nein, so schlimm sehen Sie nicht aus. Schlimmer. Achtung! Wir sind jetzt bald hier. Und vergessen Sie nicht, jetzt müssen Sie als Frau reden. Oh, ich muss noch einen Namen haben. Frau Gübelin, wie soll ich heißen? Also, Sie sind eine reiche Frau aus Amerika. Sagen wir mal, Ihr Name ist McKay. Ich werde erschreckt. Oh, endlich! Sonst ich werde schießen! Ich will doch nur mit Ihnen reden. Hey, Bertrud, wacht auf mich! Ich werde dir helfen! Attacol, wir werden kämpfen bis auf Leben und Leben lassen! Und hey, Bertrud, es ist nur eine Frau!
Und die Frau ist nicht interessant. Sie ist, wie soll ich sagen, sie ist ein bisschen zu dünn. Sie, meine Frau, die muss mehr sein, so wie... Viola. Frau Kümmeri! Ja, was ist denn? Hallo, Frau Kümmeri. Grüezi miteinander. Oh, so muss eine Frau sein. Oh, oh, Sie sind wie eine Prinzessin. Kommen Sie, ich lade Sie ein. Frau Kümmeri! Willkommen in die Stube. Was wollt ihr hier, die beiden? Rougi, das heißt, was wollt ihr beiden hier? Ich hab gesagt, was wollt ihr beiden hier? Oh, du hast gesagt, was wollt ihr hier, die beiden? Oui, was wollt ihr hier, die beiden? Genau, so ist richtig. Ich biete Ihnen 1 Million Franken für die Insel. 1 Million? Oh, Rougi, Rougi. 1 Million ist nicht genug. Du musst verlangen mehr. Pedro, du hast recht. 1 Million ist nicht genug. Ich muss verlangen mehr. Oui, oui, oui. Hey, 1 Million ist nicht genug. Ich will 1 Million und das mehr. Non, Rougi. Du musst nicht verlangen das mehr. Du musst verlangen mehr Geld. Ich muss verlangen mehr Geld. Oui, natürlich. Ich verlange mehr Geld. Dann nennen Sie mir Ihren Preis. Ich will 100.000. Rougi, 100.000 ist weniger als 1 Million. Ist weniger als 1 Million? Mein letzter Wort. Ich will weniger als 1 Million. Nein, hört auf. So geht es einfach nicht weiter. Hört, ich schlage euch einen Wettkampf vor. Der Sieger kommt die Insel rüber und kann für immer und ewig da bleiben. Das ist eine gute Idee. Also hört, wir machen es folgendermaßen. Ihr zwei kämpft in verschiedenen Disziplinen gegen Leute aus unserer Gemeinde. Oh, ein Wettkampf? Oh, ich liebe Wettkampf. Okay, abgemacht. Darf ich noch ein Salzstängeli? Das sind nicht Salzstängeli, das sind getrocknete Regenwürmer. So, weg dem Entscheidungsspiel. Auf dem Zettel ist die Lösung für das Spiel. Und das gebe ich unseren Leuten. Und dann gewinnen wir sicher. Aber was machen wir, wenn die zwei den Wettkampf vorher schon für sich entscheiden? Dann zahlen sie halt 2 Millionen. Das holen sie x-fach wieder rein, wenn sie einen Bohrturm auf die Insel stellen können. Ich habe doch nicht so viel Geld. Sie leihen sich das Geld ja nur von der Gemeinde aus. Sobald sie das Öl gefunden haben, geben sie das Geld zurück. Und wie soll ich das machen? Sie sagen einfach, sie brauchen das Geld für ihre Tante McCoy aus Amerika. Sie sei schwer krank, so wie sie ausgesehen hat. Das glaubt doch jeder. Wie kommen denn da die beiden Polizisten aus Frankreich? Sport wie immer, oder? Keine Disziplin. Oh, schau, da kommen sie. Leck mir aber, die sehen ja grauenhaft aus. Aber wir bleiben gleich anständig wie immer. Wir lassen uns überhaupt nichts anmerken. So, ihr beide arroganten Franzosen Schmier. Oui. Die verstehen die Sprache. Die brauchen das. So, einer von euch zwei ist mit mir Schiedsrichter beim Wettkampf. Unter anderem kann mit dem Wiesel die Bussen verteilen. Ho, 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 ho. Hey, Bertrand! Oui, Roger. Du musst auch trainiert. Ich muss nicht trainieren. Es ist nicht meine Insel, es ist deine Insel. Aber wenn du mir hilfst, bekommst du die Hälfte der Insel. Wenn ich dir hilf, bekomme ich die Hälfte der Insel? Bien sûr, wenn du mir hilfst, bekommst du 1/3 der Insel. 1/3, Rougi? Das ist nicht genug. Ich möchte 1/4.
ist ein Viertel. Oui. Bertrand, du bist ein guter Freund. Wenn du mir hilfst, bekommst du ein Viertel der Insel. Non. Oui. Oh, du bist so ein lieb Mensch, Rosi. Oh. Ich werde dir helfen. Oui, oui. Bien sûr. Später. Hey du, Franzos, was alle? Also, wir beide sind Schiedsrichter, hä? Also, ich bin der Chef-Schiedsrichter, hast du nichts dagegen? Voilà, also, los mal, das Zeichen für den Start geht folgendermaßen: 3, 2, 1, puff! Non, 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 c'est mieux, 3, 2, 1, puff! Da kommt überhaupt nicht in Frage! Ha! Comment? Da kommt nicht in Frage! Oh, mein Französisch, wie heißt das? Chez-tu-ai-la-nous-sommes-im-sommer. Da kommt nicht in Frage! Ça ne vient pas dans la question, gell? Ja, ja. Also. Los, Kameradli, das ist gerade mein Revier. Hm? C'est ma Reservoir. Ich zeig dir gerade mal, wie man da ein Büsschen gibt, gell? Schau wieder. Wenn man da St. Gallen, dann mag kein Aargau. Dann ist das 50 Franken. Wie alt man? Wir sind jetzt Zweite. Dann sind das 2 mal 50, sind 80. 80 Franken. Schön hören, dann machst du 1, 2, 3, zack, kassieren. So einfach geht's. Hast du gerade mal den nächsten machen, da, gell, Kamerad? Oui, oui. La même chose? Oui, oui, ah, même chose, oui. Le numéro, c'est combien? 80, hein? 80, oui, oui. C'est beau. Oui. Et ça aussi. Comme ça? Eh? Un? 2, 3, 1, 2, 3. Et bien comme ça? Hé, Roger, tu crois que ça va bien? Naturellement. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. War nur so eine Idee. Problem! Hey, Monsieur. Was los? Kompromiss. 3, 2, 1. Das ist Englisch. Stopp doch niemand. Das ist ein glatter Sieg. Und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie alle so zahlreich und ich erkläre die Spiele als eröffnet. Mögen die Besseren gewinnen. Die erste Disziplin ist Seilziehen. So, abmachen. Oh, es ist lieb von dir, dass du mir lockerst die Muskeln, Bertrand. Mach ich gern, Roger. Oh, wir werden machen kaputt die beiden Jackal. Alles los zum Wiss-Kommando. Seil auf. Spanne. Bahn machen. Achtung. Jetzt geht's denn gerade los. Alles los zum Wiss-Kommando. Achtung! Bereit! Psst!
schön, die Bodensee, Herr Rosi. Très bien, Bertrand. Bon appétit, hein. Je n'aime plus. Bon. Hey, Bertrand. Gagné. Ein glatter Sieg. Aber das holen wir wieder auf. Jetzt kommt Wasserskifahren. Ja. Das ist unsere Disziplin. Genau. Hey, Rosi. Danke für den Tipp. Gehen Sie jetzt. Oh, der Sprung ist weit gesprungen, Rosi. Hein? C'est pas mal, hein? Ja, oui, oui, mais das kannst du weiter springen als die anderen. Ja, bien sûr, attaque. Attaque, oui. Hey, Bertrand. Oui, Rosi. Du glaubst, es geht gut. Naturellement, es geht gut. Ich schrück dir die Daumen beide. Attaque, oui. Rosi, sie ist nicht da. Rosi! Rosi, das ist die Vollzeit. Du darfst nicht fahren. Rosi, du darfst nicht fahren, Rosi, no! No, das ist Rosi, du darfst nicht fahren und die Zeit auf dir, no! Rosi, no! Fahren, Rosi, no! Ich glaube, der andere Springer ist weit mehr gesprungen als der Rosi. Und jetzt noch Billard. Attention! Spiel. Ihr wisst, um was es geht. Die, die es nicht genau wissen, von ihr erkläre es noch mal. Es hat da Ballon, die sind gefüllt mit Wasser. Wie viele Ballons haben wir? Noch keinen!
hab noch keinen, weshalb? Ich weiß auch nicht. Geht nicht. Ein glattes hier. Jetzt brauchen wir es gleich. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Entscheidungsspiel. Das Labyrinth. Wer zuerst mit dem Glöckli durchs Ziel kommt, hat gewonnen. Bringen Sie das unseren Leuten. Hopp, hopp. So. Zwei Lappi-Piraten können das Spiel gar nicht gewinnen. Es ist praktisch unmöglich, das Ziel und das Glöckli zu finden, wenn man die Lösung nicht hat. Wir haben gewonnen! Wir finden die Glocke als Erste! Hey Bertrand! Wenn Frau Gubelin uns nicht gegeben hätte, die Lösung, wir hätten nicht gewonnen. Die Frau Gubelin ist eine ganz liebe Frau. Oh, ja. Gratuliere, meine Herren. Zu Ihrem Sieg. Merci. Jetzt zum Geschäftlichen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Insel trotzdem verkauft haben. Da. Oh, merci, merci. 2 Millionen. Merci, merci. Le Bertrand. Ja, ein Viertel ist für mich. Bien sûr. Danke vielmals. Ich ist die Wien. Ja, wir haben 2 Millionen. Oui, Bertrand. Ich muss was sagen, dich. Ja, ich muss auch was sagen, dich. Aber du zuerst, Bertrand. Ich hab gegeben meinen Koffer mit Geld, die Frau Gubelin. Weil sie hat uns geholfen so viel. Und ich hab gesagt, oh, ein Koffer von die Rougie reicht für uns beiden. Oh, Bertrand, du bist ein Idiot voll. Ich bin ein Mensch lieb. Wo ist dein Koffer? Ja, ich hab auch gegeben, Frau Gubelin, weil sie hat gesagt, sie hat keine Arbeit mehr, kein Geld. Und wir haben viel Geld mit 2 Koffern, hab ihnen einen Koffer gegeben. Oh, du bist auch ein Idiot voll. Sie hat uns beschissen. Ja, da ist Holz noch. Gehen Sie mal mit Frau Gubelin. Was ist sie? Fort? Was hat sie? Gekönnt? Gewonnen? Im Lot 2 Millionen. Niemals gewonnen. Das ist mein Geld. Mein Geld, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Hey, Roger. Oui, Bertrand. Es ist sehr angenehm, so zu fahren mit dem Boot. Hein? Oui, bien sûr. Aber es ist besser, wenn wir noch ein bisschen mehr schnell fahren. Ein bisschen mehr schnell? Oui. Hey, lehrlige Pilot, musst du fahren ein bisschen mehr schnell mit dem Meerknot, hein? Ich mach was ich kann. Er rudert ja wie mein Urgroßvater.